Weiter geht's mit Ukulele. Ukulele. Ukulele, was haben wir denn da? Wo wollen wir denn zuerst hin? Ein neues Gebiet, das sieht wieder sehr neu aus. Keine Ahnung, wo ich jetzt erst hin soll. Wir gucken mal hier. Ach, das war das. Das habe ich jetzt total vergessen. Wie ging das denn? Da konnte man genau so. Und dann konnte man... Genau. Ich komme schon wieder hinter, wie die ganzen Moves gingen. Die Moves aus Banjo-Kazooie, die hat man so drin, aber auch in Banjo-Tooie dann gab es so einige Probleme, die sich zu merken. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal einen Angriff machen, aber das geht dann nicht mehr, wenn man... lässt mich in Ruhe. Sind das nicht mehr die normalen Viermies gewesen, sind das jetzt diese Wächter? Es gibt ja verschiedene Arten. Eure Tricks sind nichts als Schrott. Darum reimt sich dieser Spott. Jetzt macht er noch einen auf Grundhilda. Na gut, kommen wir ja nicht weiter. Was seid ihr denn? Ah, das sind diese neuen Firmis. Kann ich euch einfach kaputt machen? Moment, damit. Bringt auch nichts. Gut, konnte die mir noch helfen? Ich glaube eigentlich nicht groß. Willkommen zurück. Nee, ich kann nichts Neues freischalten und das hatte schon gut. Das scheint mir... es verfolgt mich. Ey, das ist ja doof. Wie kann ich denn... So nicht? Dann kann ich noch gar nicht in die nächste Welt, oder wie? Oder ist das irgendwas anderes? Komme ich da nicht hoch? Das muss doch gehen. Warum machen sie da eine Lücke hin, wenn man da gar nicht drauf landen kann? Das ist ja blanker Hohn. So. Nein. Ich würde die ja mal gerne umbringen, aber ich weiß nicht wie. Vielleicht mit dieser Spezialattacke, die ich gerade nicht anwenden kann. Was? Seid ihr Gegner? Interessant. Seid ihr Noten? Ach, nee, nicht Noten. Buchstaben. Oh. Ach, das ist schon die Welt. Ich bin schon in der nächsten Welt. Ich dachte, das wäre noch so ein Zwischenstück. Bin ja aber doof. Das hatten wir schon, den Spruch. Ich will erstmal so gucken. Mir fehlt bestimmt eh noch. Oh, ein richtiges Casino. Also, Spielautomat, Casino. Mir fehlt noch diese Münze, glaube ich. Oder reicht die eine für alle Automaten, die es gibt? Wäre natürlich nicht schlecht. Wollen Freunde spaßiges Automatenspiel spielen? Darf ich? Jawohl! Das erinnert mich ein bisschen an die 90er, als ich im Spanien-Urlaub war. Da durfte ich auch so Automatenspiele spielen. Beschütze die Fahne, schnapp dir Power-Ups. Immer dasselbe. Kennen wir schon. Dann muss ich ein Glas Tomatensaft trinken und dafür durfte ich einmal spielen. Das waren noch Deals. Es gibt nichts Schlimmeres als Tomatensaft. So, ich weiß nicht genau, wo ich hinfahren muss. Moment, wo bin ich? Ach, da oben. Hä, was soll ich überhaupt machen? Ist einfach zum Ziel, oder? Und jetzt? Weiterlaufen. Aufs Rote? Ich habe die Spielregeln nicht verstanden, ich Idiot. Moment, nehmen wir dich. Alles einsammeln, nehme ich mal an. Und das in relativ kurzer Zeit. Moment, ich sollte die auch kaputt machen. Oh, hat so ein bisschen was von Pac-Man. Ganz leicht. Die sind schnell und nervig. Ach, immer wieder zum nächsten Ziel. Ach, darum geht's wohl. Wo ist jetzt die nächste Zielfahne? Ich sehe keine jetzt. Nervt mich doch nicht. Jetzt kommt eine neue Zielfahne. Geht es hier immer nur darum, Rekorde aufzustellen? Die Steuerung ist ein bisschen komisch. Ein klein bisschen merkwürdig im Feeling. Es geht vielleicht echt nur darum, Punkte zu sammeln. Boah, die regen mich auf, dass sie so schnell sind. Die machen mir ein bisschen Angst. neue Fahne mal irgendwann. Scheint nicht kommen zu wollen. Muss ich auch alle... Was bringen mir die Schalter? Kann mir das einmal erklären? Ah, da ist eine Fahne. Jetzt kann ich da und dann lande ich da, genau.
Da und da und da. Schön kommentiert. Aber ich zeig mit dem Finger hin, wenn ihr es nicht seht, habt ihr Pech gehabt, ne? Ja. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwas bringt, die Schalter zu drücken. Ach, ich bin tot. Ja, irgendwann muss das ja geschehen. Habe ich jetzt verloren? Ich hätte bis zum Schluss ausharren müssen. Nee, dann lass mal. Ich weiß nicht, ob mir das was bringt. Später gucken wir uns das nochmal an. Sind das alles andere Spiele? Da waren die ja überkreativ. Ich will erstmal weiter gucken. Aber es gibt ja gar keine Möglichkeit, weiterzumachen. Weil ich nicht weiterkomme. Dumm. Ah, von oben. Interessant. Ich kann sie besiegen. Nur von unten haben sie halt ihren Schutzpanzer. Komm mal her. Put, put, put. Jawohl. Ah, sein letzter Todesschuss. Hat mich nicht erwischt. Jo. Gab es noch irgendeine Attacke, die ich vergessen habe? Wie Diddy Kong klingt die ein bisschen. Ach, ich glaube echt, ich brauche diese... Ach, da geht's auch noch weiter. Jetzt will ich aber das ja ausprobieren. Der macht diese Sprüche doch nur in diesen Zwischenräumen. Ich bin doch nicht in der zweiten Welt. Das ist ein bisschen verwirrend. Die wollte ich jetzt nämlich mitnehmen. Und damit kann ich doch bestimmt die Tür öffnen. Der Schalter sah so aus, als würde er so eine Frucht abbilden. Und... Hahaha, gut kombiniert. Da oben ist auch noch ein Gegner, aber nur, glaube ich. Ich gehe da mal rein. Habe ich mir jetzt verdient. Selbst auf die Lösung gekommen. Juhu. Warum kann die Archiv? Oder wie die Österreicher sagen, Archiv. Wieso kann die Kamera nicht automatisch sich positionieren? Das ist ein bisschen doof. Das sind diese Augen aus dem Intro, aus diesem Blade Tonic. Ganz am Anfang. Kommt da gar nicht rein. Erinnert mich jetzt an das Level aus Castlevania 4, was ich zuletzt gespielt habe. Da gab es auch so eine Bibliothek. Alle wollen wieder lesen. So, Jetpacks und Butlers. Soll ich da rein? Riskieren? Hä? Ach, das ist Wasser. Eine interessante Kameraperspektive jetzt. Was soll ich denn da? Kann ich da schon was machen? Ich glaube, da muss ich eine Stampfattacke drauf machen. Das reicht nicht. Nee, da kann ich nichts machen. Raus hier. Ich habe noch ein bisschen Probleme, die richtigen Tasten zu finden. Aber mal gucken. Wie weit ich da komme. Da dagegen vielleicht. Einfach schwimmen. Ich glaube, das wird so nichts. Die Kamera haben sie hier nicht so toll. Nee, geht nicht. Geht nicht. Muss erst das Wasser loswerden. Du bist so eine Eidechse. Du magst doch Wasser, oder? Trink mal. Allein das Lied erinnert mich schon an... die Oberwelt, nicht an einen Level selbst. Was ist das für ein Pfeil? Will der mich etwa auf ein Geheimnis hinweisen? Hm. Spring mal. Komm noch nicht weiter. Hoppe, hoppe, weiter. Dr. Quark hieß eigentlich Dr. Cool de Sack. Es gab da aber einen Tippfehler auf seiner Ärztezulassung. Was für eine Wendung. Den habe ich nicht verstanden. Den muss ich nochmal nachlesen. So, weiß nicht, was ich hier soll. Ich habe ein neues Gebiet entdeckt und das bringt mir nichts. Nicht. Noch nicht. Da geht's weiter. Hä? Interessant. Böse Bücher! Ja, damit. Das wird ja witzig. Das ist ein Pidgey. Das hätte ich gerne. Das ist ja wie bei Pokémon. In Sabrinas Arena.
Aber solange es immer nur eine Möglichkeit gibt, kann man das schon finden. Auch wenn es ein bisschen verwirrend ist. Moment, war ich da nicht schon? Hauptsache ich komme zum Pagey. Hä, ich gehe im Kreis, oder? Dann muss ich jetzt nochmal hier reingehen und dann komme ich ganz unten hin. Kann ich das schaffen? Gehe ich nochmal da, dann komme ich wieder unten hin. Merkwürdig. Ich komme nicht weiter als bis hierhin. Das ergibt keinen Sinn. In meinen Augen. Wieso komme ich jetzt wieder hier rein? Ach so, ich kann hier hoch. Oh, sagt das auch einer. Habe ich nicht gesehen. Pagey? Fast. Dann mal ganz hier hin. Das war ein Fehler, glaube ich. Lass mich in Ruhe. Ah, es dreht sich und ist dann unverwundbar. Ich merke schon, wie sich das verhält. Das Verhältnis. Was ist mit dem Licht da unten? Das sah komisch aus. Uhuhu. Dankeschön. Ist da jetzt noch ein neuer Teleporter? Ich hätte mir noch kurz. Kann ich da nochmal hoch? Vielleicht ein bisschen Energie holen können. Brauche ich gar nicht. Anscheinend. Das war ja ein nettes Rätsel. Das Büchereirätsel. Ich glaube, da hätte ich eh nicht hingemusst noch. Und ich muss niesen. Ach, es ist so heiß. Da kommt man direkt ins Niesen. Und ins Straucheln. Mit den Graupelschauern. So. Hätten wir geschafft. Dann können wir weiter. Das Abenteuer lacht. Ja. Moment, ging es hier weiter? Das waren die Casinos, die Automaten. Es gab doch hier gerade irgendwo noch eine Möglichkeit, weiterzugehen. Die war hier irgendwo. Oder habe ich mich da geirrt? Das war nicht nett, ihr Deppen. Es bringt ja gar nichts, die zu zerstören. Ah, da geht's weiter. Alles ziemlich gut versteckt, finde ich. Ah, neue Moves. Ich wollte doch noch in der ersten Welt, oder? Gab's da noch was? Weiß ich nicht. Ah, meine guten Kumpel, ihr könnt von meinen fantastischen Angeboten nicht lassen. Was? Nein, du blockierst den Weg zur nächsten Welt. Naja, ihr braucht sicher einen meiner erstklassigen Tricks, um diese Kluft zu überwinden. Weitsprung oder fliegen? Bitte fliegen, ich will fliegen. Und weil ihr mir helft, in Umlauf in den Stumblock-Truppen zu steigern, ist es für euch kostenfrei. Nun, wenn es umsonst ist. Die Oberwelt-Moves sind anscheinend immer kostenlos. Dieser nächste Trick wird unser lila Freundin ermöglichen, durch den Himmel zu gleiten. Ja, und mich mitnehmen, bitte. Wenn A gehalten wird. Spring einfach mit A in die Luft, drücke und halte dann A ein zweites Mal, um zu gleiten. Klassischer Benji-Kazooie-Move. Das klingt nützlich. Ich hoffe, du bist der Aufgabe gewachsen, Layli. Ich habe ausgiebig gefrühstückt. Du kannst dich ja ein bisschen antreiben, wenn du genug Bohnen gegessen hast. Kein Problem, diese Flügel sind stärker, als sie aussehen. Super. Sucht mich später. Ich habe die Befürchtung, dieses Spiel wird einige Kinder dazu animieren, ein bisschen Tierquälerei zu betreiben. Sich Fledermäuse zu suchen und dann von der Schlucht zu springen und hoffen, dass die flattern. Das ist noch besser als Banjo-Kazooie, glaube ich. Probieren wir das mal aus. Ja, es geht weiter. Ist ein Eidechse echt so leicht? Naja, klar, ein Bär ist ein bisschen schwerer. Davon gehe ich mal aus. Das ist aber toll. Das macht Spaß. Das ist cool. Das ist genial. Oh, was wollt ihr denn? Oh, der Arme, der wollte gar nicht. Der stand da ganz friedlich rum. Oh, prima. Du hast ein neues Tonikum freigeschaltet. Wie habe ich das denn jetzt freigeschaltet? Ich verstehe das nicht ganz. Aber wir werden sie aufsuchen, wenn wir sie mal wieder sehen. Die große gelbe Frau. Wo wollen wir denn jetzt hin? Jetzt gibt es einige Möglichkeiten, glaube ich. Ich muss nicht unbedingt in die zweite Welt. Man kann dahin, wo es mir gefällt. Seit eurer Ankunft ist unser Aktienkurs um 4% gestiegen. Selbst der Markt denkt, dass ihr verlieren werdet. Dann sollte ich schnell da investieren. Oh, ich glaube, da unten ist gefährlich. Komm, da mitten rein, genau. Da wollte ich mal gucken. Bringt das irgendwas?
sehe noch nicht, was. Komme ich da wieder zurück? Oh, das stinkt. Ich werde den hier einfahren lassen. Oh, ich muss mal wieder meine... nicht mehr genutzt. Rolle ausfahren. Oh, der schießt das Teil. Wenn ich schnell genug bin, dann macht mir das gar nichts aus. Eislevel? Ich mag Eislevel. Mal gucken, ob ich hier schon rein kann. Erstmal will ich den hier... Der grinst mich so doof an. So. Wie ging das? 4 Pages, reicht das? Ihr braucht 3 von uns, um diese Welt freizuschalten. Hiha, hoha, hi. Hoha, hoha, hi. Den Glitzerfrostgletscher. Ja, warum nicht? Hoffentlich war das kein Fehler. Vielleicht wäre das jetzt später dran gekommen. Oh, neue Welt. Hiha, hoha, hi. Nicht vergessen, ihr könnt diese Welt erweitern, sobald ihr 5 Pages gefunden habt. Hiha-hua-hi. Stellt euch einfach auf den Großwälzer Schalter, hoha, wenn ihr bereit seid. Hiahu. Wie ich höre, verhilft die erweiterte Version des Glitzerfrostgletschers zu einer anderen Perspektive. Das werde ich wahrscheinlich irgendwann erst verstehen, wenn es soweit ist. Und mach mir jetzt erstmal keine Gedanken drüber. Oh, ich wollte eigentlich nur springen. Ja, wahi. Lass mich in Ruhe. Gut. Rein da. Rinder. Hoffentlich gibt es hier Teleporter, damit ich nicht immer hier hinlaufen muss. Zur zweiten Welt vom Anfang an. Die erste Welt war ja noch ganz in der Nähe vom Anfang. Im Hivori Tower. Dr. Pass hält in jeder Buchwelt eine neue Transformation bereit. Cool, in jeder. Schön. Ich mag ja Schnee- und Eiswelten. In Mario, wenn man so rutscht, nicht unbedingt, aber doch eigentlich schon. Die meisten mögen es nicht, aber ich finde es irgendwie cool, wenn man da so rumrutscht. Gut, wir machen dann beim nächsten Mal hier weiter. Bis dahin. Tschüss. Was zum? Das sind neue Symbole. Das ist witzig. Gut, dann bis zum nächsten Mal.